Steve und hättest hingewählt, dann hätte nämlich der Chester gewonnen. Ja. Und nicht du kannst jetzt die Schakale auf 100 machen, die Lava auf 100. Akani kommt jetzt rein, da ist er schon. Ja. Und Einhorn auch. Aber ich muss wieder raus und nochmal neu starten, weil ich wieder dasselbe Problem habe wie letztes Mal. Du hast 10 Minuten. Ja. Ich hasse es. Das kürzeste, was geht, 2 Sekunden. Keine Ahnung, was das ist. Weil vom Feldsender her bist du hin und her gesprungen, von Wend zu Wend. Ja, du musst das mit dem Trigger eine Sekunde so vorstellen: du siehst mich, dann 2 Sekunden bleibt er da, dann aktualisiert er sich. Wenn ich nach 2 Sekunden schon halt, keine Ahnung. Hallo. Also, jetzt würde ich springen. Also, er ist auf. Thermometer. Er ist auf 2 Sekunden. Das niedrigste ist 1 Sekunde, was man einstellen könnte. Ich würde dann starten. Killer-Einhorn. Ja, hallöchen, Eni. Viel Spaß, es wird. So, ich bleib mal hier stehen und guck, ob ich überhaupt die Leute höre. Überall. Ja. Verkennen, obwohl ich ihn nicht sehe. Ja, ich muss mich komplett muten. Ich höre alles wieder über die komplette Map. Ja, klasse. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Hm. Werwolf. Was bin ich? Werwolf. Wolf, nein. Du tut das ja nichts an, oder? Hey, eine Mini-Jersey. Gute Tage, alles.
ein bisschen durchkriege. Ne, Dino, da wollte ich schon drinnen? Ja. Anscheinend nicht. Oh. Stimmt nicht. Ich habe auf jeden Fall eine Witch. Also, er ist an mir geplatzt, ja, richtig, aber. Aber dann hättest du nicht reported. Doch, hast du. Das ist korrekt. Nein, hab ich nicht. Wenn an dir geplatzt wäre, hätte. Wenn es einen Warlock gäbe, die Person reportet nicht du. Und dadurch, dass du ihn reportet hast und ich weiß, dass er Bait ist, halt. Bei mir ist der Karla wieder an. Svenja, sei doch mal auf meine Seite. Nee, in dem Fall nicht, tut mir leid. Frage: wie lange ist der Witch Countdown? Wie lange muss Witch dran stehen? Zwei Sekunden. Oder eine. Eine Sekunde, glaube ich. Oder zwei Sekunden. Eine Sekunde, okay. Zwei bis drei, so würde ich sagen. Ich weiß nicht, was ich jetzt... Okay. Ja, die Witch ist raus. Okay. Was hast du gerade? Bist du dir sicher, dass die Witch ja, raus ist? Ja, das war die Witch zu 100%, weil ich, okay. weil ich bei ihr am längsten stand, als bei jedem anderen. So, ja, ich hätte sie aus Ende die Möglichkeit gehabt. Entweder ich bin Jesse zwar allen gecrossed, aber ich bin am längsten mit Jesse unterwegs gewesen. Also im Endeffekt bin ich am längsten mit ihr unterwegs gewesen und dann in Reaktor noch hinten links. Dann stand ich halt so bei ich hätte jetzt gesagt, Jesse und Dennis, und da Dennis tot ist, hätte ich auf Jesse gepusht. Wie gesagt, Dennis war bait. Jesse hat ja einen Imposter-Pass irgendwie, das wäre richtig krass. Ja, komm, ich gehe mal davon aus, dass du der Nice Guesser bist und Steve, aber trotzdem an der Stelle nochmal anzumerken, es ist nur eine Sekunde, wo du dran stehen musst. Das ja, das ist schon klar. Ja, aber wenn er ein Evil Guesser wäre, warum würde er dann die Witch rausschmeißen? Ich sag mal so, wenn ich am längsten mit Jesse in Electrics neben zwei Tars zusammenstehe und das ist doch relativ unwahrscheinlich, dass Steve Evil Guesser ist, wenn er selbst gewitcht ist. Richtig. Gut, aber das geht auch, das kann ich sagen. Das geht auch. Wenn du ja, klar geht das, aber es ist auch unwahrscheinlich. Das ist auch möglich. Es ist trotzdem unwahrscheinlich. Ich würde es tatsächlich hinkriegen, Piccolo, also, ne? Ich sag mal so, es ist möglich, zwei Möglichkeiten. Es ist unwahrscheinlich. Ich würde aber Steve jetzt Evil Guess und wusste Jessys Rolle, oder er ist Nice Guess und wusste eben, dass Jesse der Dings war. Was soll Killer-Einhorn sein? Vampir? Das ja, weiß ich genau, nicht. Ich weiß nur, dass sie den Bait getötet hat. Also irgendwas Böses. Kann auch. Warte mal, Einhorn, wo ist denn die Leiche überhaupt? Medic. Finde ich merkwürdig, weil ich meine, dass Dennis gerade an mir vorbeigelaufen ist in Storage. Nö. Ja, dann ist sie Sidekick, aber trotzdem ist sie halt irgendwas an Killer. Oder jetzt wieder Imposter. Ah, fuck, hätte ich geskippt. Es gibt immer noch drei Rollen, quasi. Ich
weil ich zwischendurch Pause mache, weil ich trinke. So. Also die Leiche liegt in Medley. Und jetzt habe ich da eigentlich Eni gesehen, aber Eni ist tot. Ich würde dann Kevin rausnehmen, glaube ich. Kamst du nicht gerade von oben, als du in... Von oben, aber als ich dann langsgelangt bin, da stand sie nämlich nach AFK in der Cafeteria. Okay. Ja, erst vor... Das ist nun mal eine später Info. Ich sehe es ja nur mit, dummerweise links neben mir. Die ist erst danach wiedergekommen, weil sie AFK war. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dabei war, war er noch in Cafeteria. Ich habe ja kurz mal in Dings reingetippt und habe ja gesehen, dass die Cam unten diese Zusatzcam an ist. Andere Sache, Akani ist mitgestorben, das müssen Lava gewesen sein. Bin ich mir zu 99% sicher. Okay, also Richtung Electrical lag auf jeden Fall nicht. Alter Käse! Nein, nee, im Erdbeer lag die, sonst hätte ich sie ja nicht gesehen. Hey, wenn das ein Lava-Kill war, dann muss ja irgendwo Akani auch liegen, aber Richtung Electrical lag auf jeden Fall nicht. So erinnert mich keiner daran, dass ich meinen Hut nicht anhab. Wo habe ich denn Akani zuletzt gesehen? Puh. Gar nicht gesehen. Akani, den Skin mit dem Wolf. Boah, weiß ich gerade gar nicht. Da sind so viele Leute durch die ganzen Kameras gelaufen, die rumliegen. Zu viel Soße. Ich will, dass ich die zwei Runden jetzt so ein bisschen leichter aufkaufe. Ich kann es eigentlich sagen, außer Knochen habe ich da, glaube ich, keinen Ernie gesehen, aber gut, Medbay kann natürlich. Ach du nichts. Nicht. Ist das Essen irgendwie sein. Nicht bekommen. Allerdings müsste das gut geteilt sein, dass das halt das ist kein Problem. Auf den anderen Kameras war. Wechseln ja im was zwei. Ich weiß doch, wenn ich mit einer der Chessies verliebt bin, sterbe ich. Ich bin aber wegen dir gestorben. Ja, gut, aber du bist verliebt, also bist du schuld. Ich würde behaupten, so 10, 15 Sekunden ist die Leiche. Nee, bitte ich nicht. Oder die beiden. Nee, dann hätte Knochen die eigentlich sehen müssen. Nee, da. Wie gesagt, 10 Sekunden, 10, 15 Sekunden vorher war definitiv Black Lady noch AFK. Wie gesagt, es waren ja Lover, ich weiß nicht, kann ja auch sein, dass Akani einfach getötet wurde. Aber dann kann sie ja in dem Medbay gelegen haben. Dass 10, 15 keine Sekunden Ahnung. Mehr ist. Also ich gehe hier mit Knochen. Die Zeitangabe auf jeden Fall nicht. Probiert Pfanne in rot zu sehen, in grün zu sehen. Mit einem schwarzen Mannequin. Ich hab wieder den Bug, den ich immer habe. Ach so, lol. Ich wollte gerade sagen, der ist doch nicht grün. Der war nice. Lol. Ich glaube, ich mach mal die letzte Pass. Als Pfanne der letzte, oder was? Ja. Okay. Sie. Ja, oder so. Schön gemacht, Schatz. GG. So, ich habe übrigens keine Rollen und alles gesehen, ne? Ich wollte gerade noch sagen, Pico hat gelogen mit seiner Angabe, wo die lag. Oh Gott. Bis gleich. Ja, probieren wir es nochmal, Leute. Mit der Crewlink starten. Among Us.
Steam ist offen, daran kann es nicht liegen. Etwas nachgucken. Gut. Farben stimmen alle. Wie Jesse war Lava und ich nicht. Es hat geklappt. Ich war Lava mit Stefan. Oh. Ich dachte doch, ich hab genau gewusst, ich sterbe. Der Arcani an der Stelle, ne? Ist sowas von verdient. Ich konnte nicht mal mehr irgendwas machen, weil ich einfach nur total brain AFK war. Ich hab dir nur noch geschrieben, Piccolo ist in der Camp, damit du den schön wegmachen kannst. Ich hab Magenkrämpfe und hab's. Deswegen habe ich dich am Anfang gefragt, ob du Werwolf bist. Ich bin eine Werkatze gewesen. So. Ich würde die nächste Runde starten. Ja, alles klar. Ja, let's los. Go. Kevin Clip. Oh nein! Ich wollte gerade reporten und dann wurde ich von Steve gekillt. Mein Schrei war göttlich. Ich jetzt. Ja. Drei Kills sind natürlich übel. Black Lady liegt unten O2 direkt am Eingang innen drinne. Die Tür aufgemacht, da kam direkt der Report-Button. Bin eben mehr da reingelaufen, da lag der Körper. Also ich würde für Kills, die nicht direkt im Lab liegen, würde ich Pfanne rausnehmen. Den habe ich dann nämlich gesehen, bevor ich gerade ins Beste mit rein bin. Ja gut, ich kann Dennis sehen, die anderen Betten liegen. Ich kann Dennis komplett rausnehmen. Wir sind direkt Lifeline gelaufen und dann waren auf einmal drei Leute tot und ja. Wo hast du die Leiche jetzt nochmal gefunden? O2, rechts unten der Eingang. Du hattest Ladybird-Reporte, ne? Jesse? Sie ist positiv, du kannst jetzt in Ruhe auf Toilette gehen. Dich. Wo liegt denn Leiche? Ja gut, jetzt. Da, wo wir beide sind. Einigermaßen, und meine Stimme kommt auch langsam wieder. Stimmt, leider. Ja gut, aber es ist ein Lava, ne? Oder wer war Lava? Wen haben wir? Ich weiß nicht, ob wir Lava haben. Das war gerade geschrieben. Auf jeden Fall einer von den dreien, die gestorben war, war auf jeden Fall VIP, das wissen wir schon mal. Achso, okay. Wenn die beiden, die an der Lifeline gegangen sind, nicht genau wissen, ob alle drei gleichzeitig mehr oder weniger gestorben sind oder ob es da einen Unterschied gibt. Ja, bei Dance hat auch geschrieben, dass das Lover sind. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Dance wie üblich an der Lifeline steht. Wer, was, wo? Entschuldigung, Chat habe ich jetzt gerade nicht. 100 Arcani Lava, okay, dann ist Black Lady einzeln gestorben. Ist die nicht durch einen Lava Kill gestorben?
Wer hatte gerade gesagt SO2? Bei Jesse und ich, bin da, stehen mehr oder weniger da. Nebeneinander. Ja. So, seid ihr quasi für den Kill genauso sass wie ich? Könnt ihr genauso selbst... Ne, Selbstkill kann in dem Moment nicht sein. Mhm. Dafür sagen ja die beiden an der Lifeline, wäre schon viel zu lange tot. Wie gesagt, wo die anderen liegen, keine Ahnung. Jesse wieder wegen, jetzt hier die Runde schon mal böse, also. Merkt man mal wieder, Einhorn und Wolf verträgt sich nicht. Ja, definitiv nicht. Vor allem der Ninja hatte mich gekillt, also Steve. Oh. Ich habe mich extra bei, oben bei den Reaktoren versteckt und habe gehofft, dass du dich auch versteckst. Ja, wir beide gewinnen ja, wenn ich rausgevotet werde. Oh, gut. Wow, wie ich Jesse überall höre, ich sehe sie nur nicht. Lol. Ach, da unten ist sie. Ich glaube, du brauchst gar keine Tasks machen, oder? Musst du Task machen? Machen. Zählt das mit rein, obwohl du mit mir zusammenspielst? Weiß ich nicht, ich gehe mal von aus. Lava und Imposter zählt ja nicht rein. Dann sei nicht nochmal so ein Arsch zu mir. Wieso? Ich hab nur gar nichts. Dass deine Stimme besser wird. Freu dich doch mit mir. Oha. Das, was die Runden davor war, nicht gekillt wurde, wird jetzt gekillt irgendwie Kevin anscheinend. O2 und ich glaube Knochen war es nicht hinter der, ja was ist das, Satellitenschuss oder so, da bei Weapons, wo man sich verstecken kann. Knochenkill sind auf jeden Fall ich, Dennis und Pico raus. Für die anderen kann ich keinen rausnehmen. Wer ist denn böse? Wer ist denn böse? Soll ich es dir sagen? Also Steve weiß ich ja. Steve, ja, du mich. Hanna, Impler, Valerie, Piccolo und Dennis. Also hat Eli verloren. Ja, Dennis hat er eigentlich auch verloren. Muss nicht sein, wenn jetzt die richtigen rausgekickt werden, die er noch nicht eingegeben hat. Dürfte noch nicht viele haben. Alle, die an Lifeline standen. Ich war gerade an Lifeline, das waren doch Jesse, Dennis und da war noch ein dritter, vierter. Ja. Was sagen, das war ich. Da war Knochen tot. Danach ist nur bin ich links raus und das heißt, danach müssen dann Kevin und wer? Ist Kevin gestorben, dann bin ich von der Lifeline weg und Svenja ist noch nicht allzu alt. Okay. Und ich kam vom Adenraum durch die untere Deacon, durch Admin und stehe jetzt vor dem Büro an der Task. Okay, dann bleiben nach Adam Riese von den Lebenden nur Pfanne oder Steve über für den Kevin K. Pfanne war Mini. Also könntest du auch selbst Support gemacht haben. Oder ist der zu? Ja, natürlich, klar. Ich weiß nicht, ehrlich bin, ich habe die Runde überhaupt einmal gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Wie alt sind denn die Leichen? Der Knochen ist uralt, da kommt jeder in Frage. Ist mir egal, wer es ist. Kevin würde ich Jesse und Piccolo rausnehmen. Und für Svenja sind sie aber wieder drin. Und ich gehe davon aus, dass wir noch mindestens 3 Killer haben und die Crew mit hier an der Stelle verloren hat. Was den Kevin-Kill angeht, der kann höchstens so zwischen 5 und 10 Sekunden sein, weil ich habe gesehen, dass Knoch tot ist. Ja, Kevin ist nicht älter. Als ich am Live-Am war, war nur Knochen tot. Dann bin ich runter an Admin-Table, hab gesehen, dass in der Crew jemand ist. Bin nach O2 gelaufen, links raus und dann, ja. Wieso skippt man? Das war's dann wohl. Viel Spaß. Den Skip habe ich jetzt nicht verstanden. Egal. Ach man, Kommunikation ist ja auch nicht hier in dem Spiel. Hätte ich vorher gewusst, dass mein lieber Kollege wie Gesser ist, dann hätte ich schon vorher gesagt, Jesse Jackal. Er tut dir nicht den bösen Bass. Ja, ich hab extra nicht reportet, ich wollte ihn killen. Das hört irgendwie den bösen Pass, oder? Aber ich habe Steve schon gesehen, dass er einen O2 gekillt hat mit seinem Blätter. Ich wusste schon, dass er der Ninja ist. Ja, aber ich konnte Kommunikation ja nichts sagen. Hier in dem Spiel ist aber auch irgendwie gar nichts. So. Lass mich ran, du hast Svenja rausgenommen, Jesse, hätte oder? Fanny ja. Hätte Fanny schon vorher gesagt, dass er wie Gesser ist, dann wärst du schon längst der Gess raus. Ja, das... Ja. Was mich gerade wundert ist, wie konntest du Steve sehen, wenn er einen Ninja-Kill gemacht hat? Weil ich ganz nur 2-3 Sekunden lang unsichtbar bin und wo ich in Band reingesprungen bin, richtig, hat sie das hab gesehen. Richtig, hab ich ihn gesehen. Warum ist das? Der Weg von den Kabeln bis zum Band war etwas zu weit. Weil ich wusste ja nicht, wo so steht, also... Ich meine, das mit der Unsichtbarkeit ist ja schon mal ein guter Fortschritt beim Ninja, aber das müsste eigentlich noch 1-2 Sekunden mehr sein. Das kann man ja einstellen. Kann man? Ja. Okay. Nee, das wäre dann zu OP. Ich hab den Trinken vergessen. Bin kurz auf K. Ninja ist invisible in 3 Sekunden. Ich hab's nicht. Übrigens mal anmerken, dass bei 12 Leuten 4 Killer und Lover und 3 neutrale Rollen ein bisschen zu viel sind für meinen Geschmack. Du wolltest ja so viele neutrale Rollen haben, dass alle dabei sind. Nee, wollte ich nicht. Ich weiß nur, dass Jesse den besten Sidekick genommen hat, den sie in der Runde hätte kriegen können. Sie hat nämlich ja, die Snitch. Nächste Runde, let's go. Oder? Wer fehlt eigentlich noch? Weiß ich nicht. Lobby gab es. Sonst eigentlich keiner mehr. Wir haben 11 angemeldet und ein Horn. Echt? Okay, ja gut. Okay. Wieder Lobby-Gammeln hier. Oh, los. Okay, okay. Was? Ja, perfekt. Alles ganz oben. Ach komm. Was könnte Jesse Uhr sein? Was jetzt? Votet mich raus. Leute. Einfach auf mich voten. Komm. Scheiß Kevin töten. Bitte? Imposter-Bug. Horn möchte Kevin töten. Ich möchte Kevin töten. Gucken alle zu und sagen, war's nicht. Bin ich jetzt getötet oder nicht? Wenn nicht, dann. Also, ich sage offensichtlich, dass ich der Chester bin, also votet mich doch bitte. Dann tötet doch einfach und fertig. Ich bin der Chester! Ich kann nicht töten!
Und. Die Yay. Jessie ist Killerin. Hat ja so offensichtlich. Ja. Warum mich schon wieder? Hä? Warum mich? Ich kann nichts dafür, Vermicross. Ja, wahrscheinlich kannst du nichts dafür. Dreimal hintereinander schon, nur mich. Jedoch bedanke ich mich wirklich bei dem Killer dafür. What? Naja, wir haben einen Warlock und anscheinend hat der Warlock mich wirklich gewarlockt und hat es geschafft, den Time Master zu erwischen, in der Tat. Nein, glaube ich nicht. Doch. Nein, wir haben keinen Warlock. Das ist aber so. Warum haben wir keinen Warlock? Negativ. Warum? Weil sie offensichtlich Time Master ist und der Nice Gesser nicht den Time Master rausgessen würde. Vergiss es. Ja, aber wir können ja trotzdem. Ja, Warlock natürlich können wir trotzdem als zweite Rolle in Evil Gesser und einen Warlock drin haben. Was ist das denn für ein Quatsch jetzt? Weil Steve. Na, hä? Was da ein Steve war Time jetzt? Master. Selbst wenn Jesse gewarlockt worden ist, kann ja wer auch immer der Evil Gesser ist, ihn rausgegessen haben. So offensichtlich, wie das gerade gesagt wurde, dass er der Time Master war. Da hätte doch jeder als Evil Gesser, der Steve rausgegessen. Jeder Evil Gesser dann, machen. Ja, ja. Hatte Jesse nicht sowieso schon gesagt, wir sollen sie rausvoten? Ja, weil sie Jesse ist. Wir können mich ruhig rausvoten. Darfst du ja nicht sagen, wenn sie Jesse ist. Aber ein Killer votet ihr damit nicht raus. Wie gesagt, die zweite Rolle war gar nicht bekannt, also... Sie. Naja, wenn du das so sicher weißt. Da du ja meine Rolle kennst anscheinend. Ich habe am Anfang Oh Nein gesagt, also... Ja und? Ja, genau. Wie oft sagst du Oh Nein? Ab sofort jedes Mal, wenn du Oh Nein sagst, Dennis, drücke ich den Button und lass dich rausvoten. Ja, gönn dir, dann sag ich jetzt mal mit Jester Online. Was soll die Scheiße jetzt mal ganz ehrlich? Naja, was ist das denn für eine Aussage jetzt? Nur weil ich sag Oh Nein? Nur weil ich mich darauf beziehe, dass du Oh Nein sagst und ich davon ausgehe, dass du wieder Killer bist. Also für einen anderen, wenn ich jetzt das gemacht hätte, da wäre ich safe Jester gewesen. Wenn ich jetzt Jester gewesen wäre und das so gespielt hätte. Naja, das ist so. Das ist Tatsache und Fakt. Ich dachte auch, ist der Chester. Ja? Ist der Carni AFK? Der hatte gesagt, er holt sich noch was zu trinken. Leider werde ich nur nicht gewotet, wenn ich der Chester bin, weil dann glaubt man mir das komischerweise nicht. Sehr kurios. Aber Akani vote. Jesse, einfach die Tatsache, du bist die ganze Zeit irgendwie irgendeine Killerrolle gewesen und dann jetzt am Anfang halt dieses Oh Nein und so. Ich kann es verstehen. Ja, das werde ich jetzt jede Runde sagen, aber glaub mir, in der Runde, wo ich dein Crewmate bin, werde ich nicht rausgewotet. Auf kuriose Art und Weise. Ja, ist doch gut, wenn du Crewmate bist und nicht rausgewotet wirst. Naja, aber wo liegt der Unterschied? Woher wollt ihr wissen, ob ich Crewmate bin oder nicht? Kann mir das jemand erklären? Jenny. Wow, ernsthaft? Ja, danke, Dennis. Komm. Ja, wahrscheinlich so wichtig, genau. Kannst du wissen, ob ich das Wopper bin? Kannst du das wissen? Nein. Kannst du nicht wissen? Kannst du wissen, ob wir einen Warlock haben? Nein. Tschüss, Einhorn, hast ein Bett getötet. Jetzt schießt er aber ganz wild hier an der Stelle. Erst auf Jesse, so Brücken, dann jetzt mit dem Bait noch.
Ja, ist okay, Kevin, ist okay. Ja, weil ich, ich will schon denken, wer der Swapper ist. In der Tour an der Lifeline, auf die Lifeline geschaut habe und gesehen habe, dass der Kill schon länger da ist als Bait rüber. Ja, macht ihr euer Ding, ist okay. 100 Bait getötet, Punkt. Sie liegt in der oberen Decom. BB Akani. Danke. Sind die alle in einer Runde gestorben? Nein. Schon die zweite Runde. Hey, ich hab eine Runde AFK überlebt. Yay! Also ich wurde mich, ich muss ja offensichtlich ein Imposter sein. Ja. Deutlich. Pastorus, danke für deinen Lurk. Also ich vertraue Dennis Instinkten. Ich auch. Ja, brauchst du nicht meinen Instinkten folgen. Mir wird gesagt, dass sie bait ist, Punkt. Er würde aber nicht so sagen. Ja, okay, mein. Wer immer der Swapper ist, keine Ahnung, was du machst, aber... Swapper in love. Ach, ich bin invert, oh. Oh. Ach, ich bin ja immer noch invert. Da war ja was. Invert. Okay. Ich glaube, der hat getötet. Ich glaube, ja. What? Ja, und ich dachte, Kevin ist der Swapper-Lover. Dachte ich auch. Ja, schön wär's gewesen, aber leider nicht. Wow. Hat ein Swapper. Für den Kürzeren gezogen, ne? Kommt Dennis wieder rein? Eni, spielst du AFK, ja? Ich habe einfach keine Ebenen Ahnung, genommen. Er trollt rum. Ich komme sonst einfach nie in die letzte Runde, wenn ich Swapper bin, deswegen habe ich einfach mal drauf losgeswappt, ey. Der arme Eni, der war AFK und du swappst ihn raus. Er braucht mit alles selbst. Eni war nicht AFK, Eni hat gewendet vor mir. Ja, ach so, er hat gewendet auch noch und hat keine Task gemacht. Alter, Eni. In der Zeit, wo du rausgezogen wurdest im Meeting, hatte ich schon 6 Tasks. Ihr habt alle während des Meetings gemacht. Respekt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war, aber ich stand an der Auffülltask links und er ist ständig in den Vent rein und raus. Nein, das ist kein Bug, das macht er mit Absicht. Sorry, heute Samstag, heute hat er seine 3 Minuten abgestimmt. Ja, guckt euch mal an, wie er aussieht. Der sieht doch schon. Sieht doch schon vergiftet aus, also kein Wunder, dass es sich so benimmt. nichts gegen Grün, ja? Nein, Grün geht ja noch, aber das sieht aus wie ein Busch, ich muss mal. Inni, dafür, dass du nur bis 22.30 Uhr bist hier oder so, keine Ahnung, musst du mal ein bisschen dich anstrengen, ja? Ja, das schaffe ich noch. Es sind noch 2 Runden. Inni hat letzte Runde. 2 Runden noch? Okay. Nee. Dann trag dich doch beim nächsten Mal gleich bis Open End ein. Wenn du nur 2 Runden machst, anstatt 22.30 Uhr. Mensch, eh nicht. Dennis ist komplett raus. Okay. Weil ich da jetzt auch mal geswappt habe, oder weswegen? Nein, weil er AFK gekillt wurde. Nein,
Wieso AFK? Ah. Er hat sich vorher noch bewegt. Er ist zur Lifeline gelaufen. Und dann wurde nicht AFK gekillt, alles gut. Stand er am Bad. Wurde AFK gekillt. Dann hab ich. Nein! Wurde dann er wurde nicht. Er nicht. Ja, dann regt sich doch nicht auf, Mann! Ja, doch, weil es eine Lüge ist, dass er nicht. AFK gekillt worden ist. Ja, doch. Das musst du aber nicht. Doch, das muss ich so. Nein! Jetzt hört auf, euch aufzuregen, wir sind hier, um Spaß zu haben! Also, wenn ich. Das nicht uns, sagt das Dennis. Sag das mal Dennis, Akani. Los! Dennis, wir sind hier, um Spaß zu haben. Auf 50 und Lover auf 50. Ist der jetzt raus, oder was? Ja, er ist komplett raus. Date bis Ende Trends, wenn ihr denkt dran, bitte, ja. Was? Ich hab eine Freundesanfrage. Ne? Von wem hab ich denn noch Freundesanfrage? Ich kann ihn irgendwo verstehen. Die Runden sind bis teilweise ganz schön abgefuckt, also... Oh, deswegen gehe ich noch jetzt raus, angepisst und mach gar nichts mehr. Da darf man sich jetzt als Imposter nicht mehr verteidigen oder der Laffer den... Imposter-Kollegen in Schutz nehmen, oder? Ich kenne nur um die Runde. Ich hab Freunde. Also ich halte mich da wenn raus. Wir ziehen dich da nicht mit rein, Sven. Ja, alles gut. Aber wie gesagt, ich werde darauf angesprochen, ne? Und er, auch wenn er Admin auf dem Discord ist, ich kann ihn da nicht rausnehmen. Das funktioniert nicht. Da muss er... Er weiß, dass vorzeitiges Verlassen dazu führt, dass er nicht mehr mitspielt. Wenn er das in Kauf nimmt, dann soll er das tun. Ich habe seine Entscheidung hab mit ihm drüber geredet, richtig, genau. Ich halte dich da raus, das ist gar kein Ding. Ich wollte es nur sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt war auf 50 und ich habe die Jackale auf 50. Einfach nur schade drum. Ja. Sagte ich das gerade. Komm mein kleines Wölfchen, wir gehen auch spazieren. Wir gehen auch spazieren, ja. Ich Deutsch können. Sag schon mal Tschüss Akani, ne? Ja, ich werde dich gleich sterben. Okay. Und gute Deutsch? Ich gute Deutsch. So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du böse bist, ne? 80. Das sind 160. Also rechnen kannst du nicht, oder? Oh nein! Du bist so niedlich. Das ist richtig, Dennis, aber nicht nach einer Stunde schon gehen. Also so ist das nicht. Also so meine ich das nicht mit bis Ende, weil für eine Stunde würde ich keine Mongas planen. Auch für zwei Stunden würde ich keine Mongas planen. Da würde ich direkt auf die. Ach, das ist eine ganz niedliche. Weil das normale Among Us bei uns in der Woche, unter der Woche auch bis 0. Ach, ist sie niedlich gewesen. Mal gucken, ob schon jemand tot ist. Oh nö, es leben noch alle. Ah, wieder First Try. Ich werde immer besser damit. Keine Ahnung, wo Black Lady gestorben ist oder ob die Lava war. Steve ist gerade am Jungen gefallen. Der wurde wohl wahrscheinlich gewarlockt. Wenn, dann wurdest du gewarlockt. Ich wurde wahrscheinlich von irgendjemandem gewarlockt. Also wenn es ein Warlock war, kann ich Kevin nicht rausnehmen, sonst hätte ich ihn rausgenommen, weil der in Endlich bin ich nur begegnet. Jetzt muss ich überlegen. Steve selbst, wäre es Blödsinn, wenn er sich selber an mir warlocken würde. Bin begegnet Kevin hier. Und wer stand noch mit drinne? Wir sind zusammen reingelaufen, aber ich habe mich gerade bewegt, das heißt, ich bin raus. Ich wüsste sonst nicht, wem ich noch begegnet sein soll. Was ist, wenn Celeva waren? Das könnte natürlich auch möglich sein. Vor ungefähr... Also das heißt so, dass die Kills relativ schnell hintereinander gefallen sind. Also nicht gleichzeitig? Ich so nicht sage. Ich kann nicht sagen, dass das gleichzeitig ist oder dass das so, dass sie relativ zeitgleich gestorben sind in der Hinsicht. Okay. Wo liegt der Kill? Steve liegt unten in der unteren Decon. In der unteren Decon? Ist gerade eben rein, die innere Tür ging gerade auf, also er war schon durch die Decon quasi durch. Ich gehe rein, er fällt neben mir um.
Gut, ich kann Einhorn auf jeden Fall rausnehmen. Svenja weiß ich nicht, wo sie hingegangen ist. Für Steve kann nur entweder, wenn es ein Warlock ist, kann es nur Piccolo oder Kevin sein, weil diese waren die einzigen beiden, die ich in der Runde überhaupt gesehen habe. Oder, könnte, aber das wäre so Schwachsinn, dann gleich am Anfang, dass Steve Sheriff geschossen hat. Also wie gesagt, ich bin für Warlock raus, du müsstest gesehen haben, dass ich hochgelaufen bin. Gut, zeitlich nimmst du, ich hab dich ja schon lange gar nicht mehr gesehen. Ja, wenn du überhaupt nur Kevin bestehen, ob du gelaufen bist. Ja, Kevin äußert sich ja nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab die ganze Zeit am Reaktor. Wie sieht's aus mit Vampir? Specimen in seinem Sest und hab die verkackt. Auch noch sein, aber dann müsste jemand ja. Warum reden wir eigentlich hier die ganze Zeit über Warlock oder Vampir, wenn es doch auch Lover waren? Das wurde eher mehr verneint. Lover wurden eher verneint, meiner Meinung nach. Man kann es nicht bestätigen. Die sind kurz aufeinander gefolgt. Kurz nacheinander, das heißt, das sind keine Lover. War es kein Lover-Kill. Dann sind es eigentlich es sei denn, Pfanne ist natürlich mit böse und weiß genau, dass es Lava waren. Und will jetzt seinen Kollegen schützen. Gegen mich, nein, und will seinen Kollegen schützen. Jetzt bist du definitiv tot, Akane. So. Ich will nur damit sagen, die Möglichkeit gibt es auch noch. Für dieses Match. Wo bist du? Da unten bist du. Komm, ja. Ich wollte nur sagen, die Möglichkeit gibt es auch noch. Natürlich, ja. Außerdem hast du doch einen Bürstenpass abprobiert mit Jesse zusammen. Ja, warte kurz. Accountplan ist gleich so weit. Und. Okay. Warte, ich kann dich leider nicht töten. Ich hab leider keinen Kill-Button. Oh. Ich weiß, dass du Sia bist. Ich glaube, was das betrifft, hat er sich schon verraten. Und Kevin. Heizraum. Dann wird in der Heizraum angezeigt. Kann das halt schlecht. Ja, ich habe ein totes Kevin gefunden im Heizraum. Da müsste auch ein Pfanne liegen irgendwo. Noch ein Lavaki. Ja, es war ja keiner, hieß es. Vor 5 Sekunden waren noch 2 im Heizraum. Svenja kam aus der Decon, also sie kann ich rausnehmen. Nein, ich kam nicht aus der Decon, ich kam von Storage. Ich glaube. Diese scheiß Inverte und lauft total dauernd gegen die Wände und alles. Also ich würde, glaube ich, wenn Jesse jetzt nicht ein absolut Mindgame macht, Jesse rausnehmen. Ich mache immer Mindgames. Ein absolutes Mindgame. Du stehst immer noch an erster Stelle da oben, wo du vorher standst, ohne dich zu bewegt zu haben. Das ist korrekt, da stehe ich. Ob ich mich bewegt habe oder nicht, das verrät dir nur das Licht. Natürlich kannst du schön gekillt haben und dann so, ich gehe wieder zurück an genau die selbe Stelle. Das wäre ein geiles Play von dir auf jeden Fall. Ja. Ob du
du wirklich richtig? Pfanne, gehe ich davon aus, dass er Sia war. Ganz einfach aus dem Grund, kann ich sagen, ja, aufgrund der Infos. Dass er gekillt wurde, wundert mich ein bisschen. Das würde für mich bedeuten, entweder haben wir einen Evil Guesser, der nicht oft Evil Guesser ist, weil warum sollte man Pfanne killen? Evil Guesser würde sich den aufheben. Oder du hast Jackie ihn sein, ne? Schakal. Drin? 50-50. Oh, okay. Könnte ein Schakal drin sein. Oh, okay. Ja, gut. Aber wo ist denn die Leiche genau im Ballerum? Das ist unten, also links hinten, wo man quasi den Wasserbehälter auffüllt. Da hast du nur ihn gesehen? Ich hab nur ihn gesehen. Dann könnte Pfanne Komps oder sowas liegen. Ich glaube, da hatte ich auch einen Punkt gesehen. Komps bin ich gerade. Ich habe gerade den Upload gemacht. Ich hatte aber noch so circa 4 Sekunden gewartet beim Report. Okay, dann war es das doch du, der da drin war. Dann müsste Pfanne eigentlich Open Field. Ich laufe nur scheiße durch die Chester. Ich krieg auch die ganze Zeit Chester. Rot. Ihr seid beide Chester. Chesters. Ist das die offizielle Mehrzahl? Ja. Gut. Ich dachte Chester. So, die Leiche. What? Was war das? Der hat auf mich geschossen. Oder auf dich, Akani. Entweder der hat jetzt auf mich geschossen oder auf dich, Akani. Entweder das oder du hast gekillt, weil ich habe nur Blutspritzen gesehen, ja, es war dunkel. Ja, aber nein. Ja, aber nein. Nein. Ich hab nur noch Blutspritzen gesehen und dachte, okay. Inni, was hast du gemacht? Inni, wir müssen voten. Ich hoffe, du hast nicht geskippt. Also, nee. Inni, was sagt dein Herz? Akani. Das ist falsch. Für den Killer an Steve oder Black Lady komme ich nicht in Frage. Da Piccolo, was sagt dein Herz? Müsste Kill Einhorn bestätigen können. Ja. Mein Herz, auch wenn es scheiße klingt, sagt Jesse aufgrund des Imposterpasses, den sie heute hat. Ich geb dir gleich Imposterpass, Pico. So. Dann sind Pfanne und Kevin gestorben. Ich weiß nicht, was Jesse ist, aber kurze Frage an sie. Falls sie nochmal sein sollte, ja. Jetzt, was, wenn das am Ende der Runde auffällt, soll ich eine neue Lobby machen? Nein. Mir dann sagen. Es ist, ja, ich frage ja nur. Nee, alles wieder gut. Okay. Deswegen sage ich ja, du kannst mir das am Ende der Runde sagen. Nein, alles gut, sonst hätte ich schon längst was gesagt, da hätte ich keinen Bock drauf, ey. Ne. Guten Abend, Mappa. Svenja ist für mich... sarkastisch. Svenja ist für mich leicht... Mein Sarkasmus, den kennst du nicht, Einhorn. Piccolo habe ich gar nicht die Runden gesehen. Eni hat direkt mich gewotet. Warum? Du hast mich nicht gesehen. Wir sind gerade beide im Lab gewesen. Hä? Akani war mit mir. War es dann Eni? Habe ich euch verwechselt? Hä? Irgendwer war auf jeden Fall im Lab. Ich dachte, das war Akani. Also nee, ich bin einfach dafür, dass wir alle mich voten. Nein, wir voten dich nicht. Also ist Killhorn ja, wahrscheinlich Jester. Ja, Killhorn, Jester. Sag das doch vorher, Mann. Dann hätte ich doch dich gewotet. GG. Ja. Schön, wenn alle so unentschlossen sind. Ja. Sag doch, Bill votet alle mich. Kann immer noch nicht nochmal.
Ist das jetzt ein Regelbruch? Wieso, wir sind 6 Leute, ist kein Regelbruch, oder nicht? Keine Sabotage. Ich wollte sagen, es können Jackale drin sein. Ja. Wir wissen nicht, ob die Imposter raus sind und es ist keine Sabotage gewesen. Schwierig. Wir wissen nicht, ob alle Imposter draußen sind. Definitiv nicht. Eben, und solange wir nicht eindeutig wissen, dass die Imposter draußen sind und weil eben keine Sabotage an war, ist das, meine ich, ein Regelbruch. Ja gut, dann könnt ihr ja mich rausholen. Er hat sie auf 50, Kevin. Deswegen, ich habe sie halb an, ja. Deswegen wissen wir 50. nicht, ob die Jackale drin sind oder nicht. Aber wir wissen doch auch nicht mit 100%igkeit, dass alle Imposter draußen sind, also... Warte mal. Wenn die Imposter jetzt drin sind und es verpeilt haben, die Sabotage anzumachen. Oder es aufgrund der Regel absichtlich nicht getan haben. Oder er möchte rausgewotet werden, weil er der Chester ist. Nein, ich bin kein Chester. Ja, dann wäre es definitiv ein Regelbruch. Wenn er sich nicht selber sasst jetzt gerade, ist es kein Regel. Also, naja, die Regel lautet, gibt es einen eindeutigen Beweis, dass beide Imposter draußen sind? Gibt es haben nicht. Haben wir nicht. In der Runde nach dem Meeting keinen Button gedrückt, bis eine Sabotage erfolgte oder ein Kill passiert ist. Es ist beides nicht gewesen. Ganz ehrlich, dann ist die Regel aber vollkommener Schwachsinn. Wenn jetzt zum Beispiel nur noch 2 Imposter drin sind und die keine Sabotage machen, extra aufgrund der Regel, dann haben die gewonnen, weil die einen Double Kill machen. Ich habe keine Ahnung, mir geht es jetzt gerade nur um die Regel. Das müsst ihr entscheiden, ob es ein Regelbruch ist. Okay, ja, das Ding ist, wir machen erst, also es ist dann ein Regelbruch. Ja, warte, Kevin, bitte. Es ist dann ein Regelbruch, wenn wir safe wissen, dass beide Imposter draußen sind. Wissen wir nicht. Richtig, wissen okay. wir nicht, deswegen ist der Button in dem okay. Sinne okay. Ist Arcani jetzt der Chester? Ist Einhorn jetzt der Chester? Wer möchte hier... Ich würde sagen, Einhorn ist Chester. Ja. Ich bin Chester. Und deswegen ich wähle ich dich. Jetzt auch. Deswegen habe ich schon mal Einhorn gewählt. Ich wähle Eni. Ja gut, dann. Er hat mich vorhin so schnell gewotet, ohne überhaupt sich zu erklären. Er hat doch gesagt, du bist böse. Wer ist der Chester? Ich habe keine Ahnung. Wir voten den Chester. Dann musst du Einhorn wählen. Ihr votet. Schön mit dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Er war kein Chester. Na doch. Nein. Natürlich ist er Chester. Doch. What? Klasse gemacht. Sicher war ich mir nicht, aber ich war mir sicher, dass Einhorn, die ist mir so penetrant hinterhergelaufen. Okay. Sie kann es nicht sein. Steffi, ja. Was warst du eigentlich gerade? Hä? Aber, war dunkel, nein, ich will eine neue Lobby aufmachen. Direkt vor deinen nein, Füßen zieht eine fette Blutspur in ihren Farbe hinterher. Ja, es war dunkel, ich hab nichts gesehen. Bist du über meine Leichtruppe gelaufen mit einer fetten Blutspur, die dahinter herzog? Nein, ich habe nichts gesehen, es war dunkel. Er hat's nicht gesehen, deswegen habe ich dann auch reportet. Ich stand so schön, dass man die Blutspur nicht sehen konnte. Zudem, Akan, natürlich habe ich auch dieses Play mit Pfanne hingelegt, in der Tat. Ich wusste. Schätze ich nicht. Ja, vor allem, Jesse, ich war da echt erstmal irritiert, ob das da jetzt wirklich ein Lava war. Ich hatte Kevin umgebracht, lauf nur Richtung Office, sehe, dass da Pfanne liegt, lauf da vorüber, sehe, dass du da am Tisch stehst, immer noch, so halb AFK. Scheiße, ja. Was ist Lava? Nee. Genial. Das muss es sein, aber mal gucken, wann es mir zu viel wird mit dem Imposter heute. Mal gucken. Alles klar. 2 Stunden habe ich erst. Oh, ja. Letzte Runde. Jo. Genau, Eni, letzte Runde und wir spielen's Geld. Herrlich. Die Kale sind wieder auf 100. Oh Mann. Oh nee. Jetzt Imposter, rausvoten! Jetzt muss ich wieder rausvoten. Oh nee, Kevin, mach einen Clip davon. Ernsthaft! I mean... Ah, Mini Einhorn! Mini Einhorn! Mini Einhorn! Oh. Komm, ich heb dich hoch! Dankeschön! Bitte!
bin ich das scheiß Rad für mich gezogen. Ohne den Pfanne, ich gehe. Gut. Lief doch gerade noch an mir vorbei. Hast du sie getötet? Nein, du hast den Report-Button. Hast du etwa den Bait erwischt, ja? Nein. Man weiß doch da bestimmt mehr, ob Bait oder nicht. Ja, schade, dass ihr Jesse die erste Comment-Runde nicht gönnt an der Stelle. Aber ja, sie war Bait. Dass ich wusste nicht, dass du Crewmate bist. Okay. War mein Statement. Was soll ich machen? Es ist ein Unlucky. Oh Mann. Passiert. Können wir nichts machen. Ja, wir dürfen jetzt eigentlich auch nicht rausworten, oder? Oh, what? Was hier, Alter? Okay. What? Okay. What? Interesting. Wer drückt denn da jetzt rein? Akani? Hm? Oh Mann. Ich komme darauf nicht klar. Ja, Akani, du brauchst die Keycard nicht faken. Wir wissen, dass du ein Boss bist. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Naja. Ich wünsche Schmerz. Noch einer Cafeteria. Gar keiner. Okay. Alle hier. Toll. Ich sehe. Na, du Imposter. Kannst du mir drauf getzen? Ja,
Wo gegessen? Auf dem Pasta. Du bist sowieso immer böse, egal ob du Crewmate bist oder nicht. Ja. Von daher. Ach gut. Jetzt nur mehr, welche Bohne du bist. Jetzt auch gut. Sonja hat keinen umgebracht. Grade. Er war doch gerade bei uns. Ja, ja, stand daneben. Ich kann auf Fahne nicht schießen. Also jetzt kann man ja Fahne rausboten. Kein Problem. Keine Ahnung, wer der Swapper ist und das jetzt so gemacht hat. Aber Pfanne kann man jetzt auf jeden Fall rausboten. Warum? Ich hab gar nichts gemacht, ja. Doch, du hast doch den erstbesten Killbait gemacht, oder nicht? Ich hab der Runde jetzt nichts gemacht. Ja, jetzt in der Runde Einhorn mich gerade töten. Nur Einhorn konnte mich leider nicht töten. Hm? Das Einhorn ist definitiv böse. Ich wollte auf dich schießen, weil ich Sheriff bin. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Pfanne, kurz mal. Du hast in der ersten Runde Jesse als Bait gekillt, das hat Kevin bestätigt. Dann hat der Swapper quasi ein Mistake gemacht oder sowas. Hat quasi dich damit gerettet und hat Jesse rausgevotet. Kevin rausgevotet so in etwa. Ja, genau. Und wenn du jetzt ein Schild hast oder sowas, könnte nur Akani sein, derjenige, der dir ein Schild gegeben hat als Medic. Und ja, also ich würde die Info wollte ich auch noch droppen. Akani ist meiner Meinung nach irgendeine böse Rolle. Ich denke Jack Ruler Sidekick, weil ich habe gerade auf Camps gehört, wie er zu Fanny irgendwas gesagt hat, von wegen der und der ist Imposter und das kann man. Was? Für sich behalten, nein, ich habe zu Pfanne, zu wem waren das? Zu Knochen und Killeinhorn. Wir sind doch die ganze Zeit rum. Gesst mich, ich bin, könnt mich gerne gessen auf Imposter. Das habe ich gesagt. Oben Navigation in die Richtung. Ja. Nee, das war unten Shields, ich hab das auch mitgekriegt. Nee, das war das vorne Navigation an Kabin war das. Ja, da sind wir nicht rumgelaufen, aber auch, Da habe ich keinen Pfanne gesehen. Habt ihr da einen Pfanne gesehen? Ich hab nur Killhorn gesehen. Ja. Wenn da Pfanne gewesen wäre, dann wüsste ich gerne mal wo. Okay, war es ja kein Pfanne. Wen ich auf jeden Fall gesehen, aber war Knochen und Akani. Ja. Und, die dritte Person war Einhorn. Ja. Drei sind zusammen hochgelaufen, nachdem ich unten gesagt habe, auch wie süß ich habe auch noch in Navigation gesagt, du bist eh immer im Post, egal ob du Crewmate bist oder nicht. Nee. Ich bin immer böse. Ich sag nur, was ich verstanden habe, also was ja. Daraus macht, ist dann euer. Wie gesagt, die Runde Akani und ich waren die ganze Zeit zusammen unterwegs gelaufen, mehr oder weniger. Seid ihr vielleicht Lover? Nö. Nee, ist nicht mein so mein Typ. Einhorn. Nee, Steff auch nicht so meiner. Ha, Akani, spannt also Knochen hier aus. Aha. Nee, du weißt nur, du bist mein einziger und Lieblingsehemann. Ach, immer. Darum habe ich auch dich gewotet. Das ist ja so. Dankeschön. Bitte. Auf jeden Fall Einhorn gewotet. Eins gibt mehr und Pfanne hätte schon wieder überlebt. Ja, vor allem Pfanne ist geflogen und rat mal, wer noch mitgeflogen ist, wer gerade nicht dran war. Wer denn? Die waren Lover. Wer war Lover? Black Lady und Pfanne waren Lover. Weil sie war jetzt gerade nämlich nie am Tisch mit dabei. Mehr. So. Ich bin Arsch, sagen wir es mal so. Ich hab jetzt gerade Akani erschossen. Das ist Akani.
Akani definitiv. Akani! Ich hab's doch gewusst, dass Akani und Knochen böse sind. Bist du auch böse, ja? Nein. Lol. Das ist eigentlich easy Game für Knochen und Sinn. Keine Ahnung. Piccolo sind in Camps, Svenja ist auch Killer. Das Einzige, was ich jetzt gerade im Moment weiß, dass Black Lady gerade mit Pfanne gestorben ist, die waren wahrscheinlich Lover. Ne, die waren keine Lover. Weil gerade eben, als Pfanne rausgeworfen wurde, war Black Lady nicht mehr danach mit am Tisch. Sie ist mitgestorben. Es sind gerade zwei Leichen entdeckt worden. Das warum gehst Knochen denn jetzt nicht den Sheriff raus? Black Lady ist auch tot und die ist in letzter Runde noch am Leben gewesen. War zum Meeting noch am Leben. Das heißt, sie ist mit Pfanne gestorben. Das heißt, sie war Lover. Na. Und du musst gessen, ne? Sonst fliegst du raus an der Stelle. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht so, warum man das so lange rauszögert. Wer ist denn der Gesser? Die Person. Ich geh mal gerade eine rauchen. Ich wollte mal wissen, was noch rauskommt, aber man kann das Ding raus wirklich. Ich wollte aber eine Stimme auslachen, ja? Ich hätte dich doch cool töten sollen. Ich hätte dich doch töten sollen vor allen Augen. Ich hab Praktik gemacht hier, ne? Nacht, Inni. Ja! Oh, hättet ihr aber auch nichts, dann wär's trotzdem raus gewesen. Ist mir egal. Hätte die Cruise gewonnen. Das wäre mir ja egal. Jakali aber ich wusste doch, 50. Dass Akani und Knochen böse sind. Ja, wir machen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich auch nicht! Also, die böse sind. Kann sie auf 0 machen und dafür die Lava auf 100. Ja. Ja, machen wir so. Gar nichts gemacht! Entschuldigung. Ach komm, es war, jemand hat einen Sass auf mich aufgesprungen, da hast du das 50-50 genommen. Entweder du savest mich oder du killst mich. Ende. Ja. Ach stimmt, Eni, falls du noch im Chat bist bei Jesse, dann gute Nacht und mach was Schönes. Ja, gute Nacht. Ich habe mich schon bei ihm entschuldigt, ich hatte Eni getötet, aber die Runde ging so lange, ich habe da irgendwann nicht mehr drauf geachtet dann. Das schrieb dann aber alles gut. Ja, das ist halt, wenn die Runden ewig lang sind, dann ist es einfach. Es war zumindest nicht die erste Runde und es ging halt ewig lange bei den deswegen. Ja, die Imposter haben gar nichts gemacht, gefühlt. Ich dachte mir so, ach komm, ich mach erst mal für meine Tasks, auf einmal werde ich Sidekick. Aber wurde mir das gerade nicht angezeigt oder hat Kevin gelogen? Weil bei mir wurde nicht angezeigt, dass Jesse Bait ist. Hier so schön ins Öhrchen? Ich war Bait. Jesse war Bait. Okay. Komisch. Sie war wirklich Bait, ja, ich hab's gerade auch gesehen. Das kann durchaus sein, dass mein Spiel buggt war, weil ich halt musste gerade auch nochmal neu connecten, weil Crewlink nicht verbunden hat. Unlucky. Ja, ich starte die nächste Runde. Sie lief halt an mir vorbei und dann war sie direkt tot, also ging ich davon aus, dass sie Bait war. Ja. Ja, Eni, wir sollen dir auch nochmal alle gute Nacht sagen. Fünf, vier, drei, eins.
Jetzt darfst du mich killen, jetzt bin ich fertig. Kann ich nicht. Meine Imposterzeiten sind vorbei, glaube ich. Nicht killen, nicht killen, nicht killen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht killen, noch nicht killen. Jetzt. Ja, ich hab's gesehen. Shields. Dann nehme ich definitiv Piccolo raus. Wie alt die Leiche ist? Keine Ahnung, muss schon länger sein. Ich gehe von aus, dass sie was länger liegt. Was heißt was länger? So um die 30 Sekunden. So lange? Ja, ungefähr würde ich auch schätzen. Die Runde geht wieder weiter, ne? Shields raus, da habe ich niemanden gesehen und bin dann hoch Admins, habe den Upload gemacht und habe Cardswipe gemacht und stehe jetzt in Electrical und wollte gerade das Licht fixen. Hab noch einen Schalter zum Umlegen. Hm. Dann kann ich da Pico nicht rausnehmen. Der stand die letzten 7 Sekunden neben mir. Kann niemanden wirklich rausnehmen. Ich kann auch niemanden. Wenn die schon so ewig liegt, dann natürlich nicht. Ja, wenn die 30 Sekunden liegt, wäre sie nicht so alt gewesen, hätte ich Implavarin rausnehmen können, aber so. So kannst du mich natürlich auch nicht rausnehmen. Ich hätte von Electrical zu Medbay reinwenden können. Ich will mal kurz sagen, jetzt auch nicht, dass sie jetzt schon so alt ist. Wir haben wieder langsame Killer. Wieso langsame Killer? Ein Kill und die Runde geht schon. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schakal Sidekick dabei ist, 50-50. Nein. 2 Minuten. Ein Killer könnte nein, vielleicht. Wir haben keine Schakale drin. Schon. Ach, keine Schakale. Wir haben die ausgemacht und Lava auf 100. Einer, der jetzt killen kann, so in der Hinsicht. Und einer, der ist ein Kind, der könnte in der ersten Runde killen. Und aber danach nicht mehr, jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr, vielleicht ist jetzt auch nur eine Vermutung. Oder die andere Partei will nicht killen, weil sie Evil Guesser ist, die Person, und Informationen sammelt. Herausfinden möchte, wer welche Rolle hat und sowas. Mhm. Ja, ja. Ja, könnte sein. Na, verdammt, ich hab's vergessen, Pfanne zu voten. Jetzt hätte ich auch die Pass zu Ende lassen machen können. Ja, hab ich mir gerade auch gedacht.
Mann! Dann ist mir gerade entgegengekommen. Da ist ein Madman umgefallen daneben mir. Ich glaube, ein Sheriff-Schuss war das. Hat bestimmt gedacht, weil er mich irgendwie bei Weapons gesehen hat, dass ich den Kill gemacht habe. Keine Ahnung, ich bin in den Admin rein und da lag er schon neben dir. Darf ich mich kurz dazu äußern? Ja. Ja. Könnte ich bitte rausworten? Ich bin der Letzte. Hä? Gegen 8 Leute keine Chance, nein. Ich wollte gerade sagen, ich habe da andere Infos. Ich bin der Letzte. Du hast andere Infos. Ich hab eine Imposter-Info auf jeden Fall, dass es ein Trickster ist. Ja. Perfekt. Ja. Ich hab nämlich meine. Ich sag mal so, Steve, ich hätte jetzt nichts gesagt. Jesse, immer so an dich und bei so einer Scheiße soll ich mich zusammenreißen. Ja, ist klar. Ja, was ist denn passiert? Steve hat der Sheriff auf ihn geschossen. Ja, genau, ich hab ihn gefragt, ob. Ja, bei. Ach, nur weil ich nicht geantwortet habe, schießt er einfach den Sheriff auf mich. Nee. Das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ja, komm. Du hast den Kill 100%ig an unten am Shield gemacht. Stimmt's oder hab ich recht? Du bist an mir am Weapons vorbeigelaufen. So, und danach habe ich meinen Download gemacht, den habe ich fertig gemacht und dann kam der Report. Dann wurde gesagt, oh, da liegt jemand am Shields. Okay, der Einzige, der mir... Lag schon länger. Ja, das ist mir schon klar, dass der lange liegt, weil ich habe meine Weapon-Task gemacht, die dauert so um die 10, 15 Sekunden und dann mein Download. Ich kann dir genau sagen, dass die 40 Sekunden lag. Sekunden. Ja, das ist mir schon die klar. Leichen noch, ich habe den Geist noch befragt. Ja, 40 aber Sekunden. Es nimmt ja nichts davon weg, dass Dennis ein Killer ist. Ich sag mal, 40 Sekunden waren es auf jeden Fall. Und er ist ja auch an mir vorbeigelaufen. So, deswegen darf ich als Sheriff auf ihn schießen. Ich habe ihn gefragt vorher, er hat nichts gesagt und dann habe ich geschossen. So, fertig. Ja, das nimmt mir nicht das Recht raus irgendwie, dass ich nicht schießen darf. Das ist ja auch so in den Regeln, du darfst das Ding schießen, wenn du einen Verdacht hast. Richtig, genau. Hätte nicht hinter mir jemand killen können und trotzdem 40. Ach komm, starte nichts runter. Kein Bock auf Diskussion. Wenn du es nie gewesen wärst, wäre an dir geplatzt und fertig. Na? Ja, jetzt habe ich ein kleines Kätzchen, einen Hund und einen Mannekicken. Ja. Besser geht's doch nicht. Also 100% sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube. Okay. Wer von euch hat die Leiche gefressen? Jesse? Nee. Nein, vergiss es. What the fuck? Und ich kann mich safen gleich. Aber ihr nicht. Wer war's von euch? Wen haben wir denn? Ich geh mal! Einhorn. Und ich glaube Akani. Hätte ich instant gefressen. Entschuldigung. Ich wäre rausgeflogen worden gewesen. Ich war im Verdacht, Deutscher zu werden. Ich hab nicht aufgepasst, auf wen ich schieße. Ich hab da nur wen anlaufen sehen. Das ist weird. Okay. Ja. Dennis und Akani liegen beide unten neben den. Ich bin verwirrt. Ich gehe davon aus, wir haben jetzt nur noch einen Imposter drin, weil der Lover getötet wurde, oder? Ich auch. Weil ich hätte wirklich schwören können, dass ich gesehen habe, wie Dennis Steve am Anfang gekillt hat. Und Piccolo oder Lady oder Akani, der jetzt tot ist, haben die Leiche auch gefressen. Einhorn ist das hier raus. Gar nichts.
Ja, ich so wir Einhorn safe raus, sie war auch dabei. Ja, das ist richtig, aber wir hatten beide den Medbay Scan und den kann man nicht faken. Ja. Wenn man da zufällig die gleiche Task hat, sieht man, ob einer Crewmate ist oder nicht. Dummerweise. Aber deswegen ist sie da raus. Wieso sieht man da? Ja, letztens wenn du da drauf bist, du kannst nicht... Ich konnte nicht letztens auch vom Medbay scannen, wo er noch drauf stand. Du kannst ja, aber du stehst nicht Doch, das ja, aber du kannst nicht Millimeter genau draufstehen. Ich weiß nicht, Svenja, du weißt, was ich meine? Kann man theoretisch schon, meine ich. Ja, aber nicht beim ersten Mal draufgehen. Also ich gehe eine rauchen. Doch, das geht, das habe ich auch schon mit Knochen schon gemacht. Wir standen gleichzeitig drauf und haben uns unterhalten, während der Scan angeht. Ja, aber ich habe schon drauf gestanden mit jemandem und war genau ineinander gestanden. Das geht ja, schon. Ja, das ist richtig, aber du kannst dann nicht mehr hin und her, das ist dann bei einer Bewegung. Ja, das ist schon klar, aber das ich hab das aber auch geschafft, als Imposter. Ich habe mich genauso wie in derselben Bewegung wie er gestellt. Ich stand in ihm drin, war aber Imposter, ich habe ja nie gedrückt. Ja, aber Till Einhorn war davon ab vorher bei mir auch in Medbay, deswegen. Ja, und Sheriff Schuss kann ich safe rausnehmen. Also, keine Ahnung, wie Dennis und Akani gestorben sind. Da liegen sie nebeneinander. Aber Sheriff Schuss kann ich safe rausnehmen. Also, sollte Dennis wirklich da gekillt haben, so offensichtlich würde ich sagen, er ist angefressen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Akani sein Lover war und er einfach den Lover umgebracht hat. Ja, das gehe ich fast von aus. Nee, glaube ich nicht. Also, ich gehe davon aus, dass vielleicht Imp-Lover dabei waren, ja. Aber ja, wenn der andere Imposter sich weiterspielen will, okay. Ich bin gerade Cafeteria reingelaufen. Du bist mit mir mitgekommen, das habe ich gesehen. Du bist für den Kill definitiv raus in dem Moment. Ja, Imp-Loverin und ich sind auch raus. Irgendwer ist mit mir gerade noch runtergelaufen. Ja, irgendjemand war noch hinter uns. Ich stehe jetzt aktuell in einem Dreieck. Ich komme gerade von Admin runter, beziehungsweise von Electrical. Eventuell gesehen haben, wie ich im Medbay rein bin. Ja? Mir sagt gar nichts. Machen wir gleich. Also ich kann mir das wirklich nur erklären, dass sie Lover waren. Denke ich mal. Sie sagt mal geschieht. Obwohl sie nämlich unten war. Ja, sehr komisch. Ich hätte schwören können, dass ich gesehen habe, wie Dennis Steve gekillt hat, deswegen... Ich kann nur sagen, Svenja war definitiv hier unten gewesen, also... Okay. Sie hat gerade nichts gesagt, wo sie war. Naja, dann haben wir ja vielleicht noch einen Imposter, von daher... Oh. Ist das jetzt aus? War Jekyll jetzt aus? Ja, Jack hält es aus. Also wirklich nur einer wahrscheinlich. Reakteur. Würde ich Einhorn und Jesse rausnehmen? Dann ist es entweder Knochen oder Kevin. Würde ich allerdings auch rausnehmen. Ich will Piccolo rausnehmen im Lavarenpfanne. Ich würde auf jeden Fall, wie ist Svenja geschlagen? Einhorn rausnehmen. Ich stand doch gerade vor einer Sekunde noch Oder habe ich mich jetzt mit den Farben versucht? Das war ich. Stand da oben an den Kabeln, wenn du das meinst. Nee, am Atempult. Atempult bin ich gerade hingekommen. Ja. Knochen würde ich auf jeden Fall auch rausnehmen. Ich bin verwirrt.
gut, durch die Vents, keine Ahnung, ne? Es führt überall in Vents hin. Schwierig. Aber ich weiß, dass Knochen von unten kamen, definitiv, ja. Mundenverwirkung. Aber da man überall hin. Ja, das ist ja das Problem. Du kannst niemanden wirklich rausnehmen. Ich, ja. Also doch, ich glaub, weil wird jetzt an der Stelle wieder sagen, dass Kevin runter. Waren die ganze Zeit halt in der Nähe vom Admin waren und ich alle im Sekundenabtakt gesehen habe, außer Knochen und Kevin. Aber wie gesagt, allein schon von der ersten Runde her. Hab ich mitgenommen. Gut, wir wissen halt eben. Andern! Ach, nicht so dreckig. Ich doch nicht. Ja, genau. Ja. Und gerade noch bei mir an der Task vorher ist er weggelaufen. Das Ding ist, der wahre Imposter ist immer noch unter uns. Wie gesagt, meine Meinung ist immer noch, dass Dennis safe einer war. Kevin ist jetzt rausgevotet worden, der ja definitiv anscheinend kein Böser war. Also wer ist der Böse? Ja, es bleibt für den letzten Kill des Runde dann ja eigentlich nur noch Knochen über. Die Runde bin ich auch diesmal raus dann. So war ja das Sheriff. Das war ja jetzt gerade ein Sheriff-Schuss, ja. Nein, ich meine letzte Runde, nicht diese. Knochen. Aber definitiv keiner. Diese Stimme! Aber Knochen ist es nicht. Eine Rolle noch nicht ausgespielt, weil sich dann hier irgendjemand wahrscheinlich ärgern wird. Keine Ahnung. Wer war denn jetzt wo? Oben gerade schlecht gefixt. Aber für die Runde spielt das eh keine Rolle. Ja. Das ist wirklich ein Sheriff-Kill. Ich würde mal gerne wissen. Ja, und wie bist du denn noch? Ich habe das Licht angemacht und bin jetzt gerade oben am Dings. Ich habe auch Pfanne geschossen. Okay. Ja, weil ich dachte irgendwie so, wenn Black Lady Knochen rausnimmt, schwierig. Mit Piccolo, dass der böse ist, hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Der Piccolo eigentlich den Nakani-Kill gemacht, oder war das wirklich Dennis? Das war Dennis! Das ist versehen wohl. Ja! Nein. Okay.
Was passiert? Ja, immer wenn ich Chester bin, werde ich gekillt. Und zwar werde ich immer nur Chester, wenn ich verliebt bin. Toll! Und dann werde ich sogar von meinem eigenen Vater gekillt. Oh Mann. Glauben soll. Warum fixt dir keiner von euch? Das hab ich mich gerade auch gefragt. Ich hatte Angst gerade bei weil ich gehandcuffed wurde, konnte ich leider nicht fixen. Okay. Ich hatte gerade Angst bei Piccolo, so wie er gerade da stand. Ja, sorry, ich konnte halt nichts machen. Wartet. Wäre weggegangen. So eine Vermutung. So, wer war's? Pico. Oh. War meine okay. Vermutung, deswegen habe ich ihn gewotet. Oh, Jesse? Nee, ich war mir total unsicher, aber ich hatte recht. Mit den Lovern. Das war eine absolute Scheißaktion. Jesse, das war keine Absicht von Dennis. Jesse, du solltest lieber deinen Mund halten, nur reden, wenn es nötig ist. Wer, ich? Nein, nicht du! Nein, ich! Kevin, Limmerloch! Kevin ist raus? Na, der kommt wieder rein. Das ist bestimmt AFK. Mal davon aus, du weißt nicht, wer, falls nicht bis zum Ende geht, wer mitmacht. Die BD heute. Naja, das ist Kevin. Ist eigentlich gestern durchgespielt? Ich bin nackig. Ja. Ganz nackt. Wir sind durch. Wie ist dein Lieblingsmonster? Sehr nice Game. Sehr schön gemacht. Ich sehe es ganz genau, deine Flitzer mit einem Horn. Hörner. Baut jetzt alle nackt rum. Das ist mein Ding hier, ja. Aber ich bin ein Einhorn. Ich bin ein Wolf, ich hab genug an. Ich starte. Jo. Ja. Okay. Wieder Mira. Oh. Das ging schnell. Ja, ich habe überlegt, ob ich es sagen soll, weil es wirklich mies ist, dass Jesse schon wieder ihren Imposter-Pass nutzen kann. Wieso das? Weil du gerade gekillt hast. Nein, leider habe ich dich gesehen, bevor haben? Der. Leider habe ich dich gesehen, bevor der Camouflage angehen. Wo hast du mich gesehen? Ich bin aus Launchpad rausgelaufen nach Medbay, richtig. Ja, und da hast du Killhorn getötet. In Medbay? Nee. Nee, im Gang von Launchpad zu Medbay. Warum sollte ich das tun?
Ja, weil du dachtest, du bist im Dunkeln geschützt und mit Camouflage. Willst du mich jetzt verarschen? Bist du Chester oder was? Nee. Irgendwann muss er ja was mit Licht haben. Eine andere Rolle, die im Dunkeln sehen kann. Okay. Wenn sie Camouflage ist. Irgendwer ist auch noch über die Leiche drüber gelaufen, aber ich bin leider nicht lang genug konnte lange genug sehen, um die zweite Person zu sehen, die dann entweder Jester sein wird oder der zweite Imposter. Ja, ich glaube, bin ich durch die Schlucht gelaufen, mindestens. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Zu dem Zeitpunkt war der Kampf auf jeden Fall hoch und hatte jemanden durch mich durchlaufen sind. Bin dann auch nur ins Kreuz hoch rein und dann kam schon der Report. Nein, da bist du viel zu falsch. Die Leiche liegt unten. Irgendwer ist da in Camouflage drüber gelaufen. Irgendjemand steht noch mit mir am Lunchpad. Ich hab da nur gerade einen Schatten gesehen. Und Steve steht auch noch, glaube ich, da, wenn ich es richtig gesehen habe. Also die Person am Lunchpad also würde ich rausnehmen. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass Jesse da gekillt hat. Leute. Naja, es ist ein 50-50. Ja, dann macht man. Du behauptest das. Ja, ich hab's gesehen. Ich wurde auf mich Arcani. Darf sie? Ich mit Absicht. Ja. Hab ich doch gerade gesagt gehabt. Tja. Leider nicht. Ich hoffe, es hat jeder gesehen. Sie hat gerade noch gewackelt. Naja, sie hat auf mich geschossen. Nee, glaube ich nicht. Hat sie? Gut, lass mal Jesse reden. Die hat reported. Es standen ja genug Leute dabei. Ja, es ist, ich glaube, es ist... Was? Irgendwo im Admins muss sie ja dann liegen, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob der gleich redet, aber ich wenn sie dann nur abgehangen. Gerade eben redet sie. Ich höre sie gar nicht. Also im Admin waren, soweit ich jetzt hat richtig keine Stimme sagte. Gerade richtig gesehen habe, Pfanne, Implaverin und meine Wenigkeit mit Svenja. Black Lady, genau. Wenn sie nicht geschossen hat, was war dann? Du hast sie getötet, ganz einfach. Oder sie hat geschossen und hat... Das ist mir echt zu blöd. Es standen gerade 5 Leute da, die sind einfach umgefallen neben mir. Ich sag's ja, nochmal, es war schon, in meiner Tat Self-Killerin. Okay. Also es ist schon okay, dass, wenn du sagst, dass sie auf dich geschossen hat oder sowas, kein Problem. Das wäre eine Aussage. Es wäre auch eine andere Aussage, dass du Killer bist und sie getötet hast. Und zu 50% ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beide stirbt, wenn ihr beide Killer und Sheriff seid. Also wenn ihr beide gleichzeitig. Und ihr habt einen Decent von 2 bis 3 Sekunden, wie Kevin das ja, letztens auch gesagt hat. Das ist ja auch alles korrekt. Ist halt in der Hinsicht... Wer zuerst schießt, hat auch... ja, aber nochmal, es standen gerade 5 Leute da und ich bin nicht reingesprungen. Sie stand weg von mir. Sie ist umgefallen einfach. So, ich war in der Tast, ich habe sie da nur noch kurz gerade umkippen sehen und du warst schon weiter oben. Das heißt, du könntest sie rein theoretisch aus meiner Sicht gekillt haben und nach oben gegangen sein. Aus meiner Sicht. Dacht nicht nein, wenn es aus meiner Sicht so war. Halt! Falls also sich überhaupt jemand hört. Ja, jetzt höre ich dich. Also, ich bin rausgekommen, habe noch da gestanden, habe anderen zugeguckt.
Ich verstehe kein Wort, du bist abgehackt. Aber total abgehackt. Ist zu leise gerade, damit sich das Mikro überhaupt aktiviert. Also sie stand mal in der Task. Für mich. Sie ist in der Task gestanden, ist rausgegangen und hat noch zugeguckt und dabei ist umgefallen. Das war aus ihrer Sicht definitiv nicht Jesse, die... Ich hab auch nicht das. Der Schieds- also, die ist dann... Weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist, aber für den Kill in der ersten Runde ist Jesse definitiv verantwortlich und Black Lady sie jetzt haben wir denn decken, jetzt noch einen Trickster oder sowas? Nice Guesser, der könnte bitte mal auf Jesse versuchen, erstmal noch Camouflage zu essen oder sowas, weil das ist das Einzige, was wir jetzt bis jetzt gesehen haben oder so. Knochen ist Crewmate. Schuss kann schon auch möglich sein. Jesse stand hier, Pfanne stand. So, damit ich zur letzten Runde auch noch was sagen kann, ihr vergesst, dass ich dazwischen durchgelaufen bin, dass es auch sein kann, dass sie auf mich geschossen hat. Zweitens gut, dass ich Black Lady gerade noch gesehen habe, die gerade über eine Leiche gelaufen ist. Entweder sie oder Jesse. Also eine Jesse hat auf jeden Fall getötet. Jesse sagt, Pico kam mir entgegen. Pico ist auch tot. Los, tot. Ja, den habe ich auch gerade reportet. Das war ein Reaktor, sagte. Ist reingelaufen. Und er noch. So, Jesse hat den Kill quasi sozusagen nicht gemacht, sagte. Also sie, Lady. Wo sagt sie denn genau? Nochmal genau. Wenn man eine Person, die eben keine Stimme hat, gerade. Dann sollst du es schreiben. Schreib's einfach, Schatz. So, also meiner Sicht, sie ist gerade vom Lab Richtung Reaktor gelaufen und genau in dem Zwischengang liegt Piccolo. Sie kam von unten, sagt sie. Ich Implerin. Nee, ich kam von der Deacon. Und ich habe auch Jesse noch in die Deacon reinlaufen sehen, beziehungsweise in die Richtung. Einer von beiden hat safe getötet. Das ist korrekt, ich war in Reaktor, ja. Ich bin rausgelaufen, habe ich dich auch gecrossed. Bin runtergelaufen. Nee. Einfach beide Jessies. Aber was ist denn jetzt mit der Runde davor? Wieso hat jetzt Sven ja nicht geschossen? Das, ich will es einfach nur wissen. Also ja, wenn das Spiel jetzt gleich vorbei ist und sie Sheriff ist, dann frage ich mich, wie er auf eure Äußerung kommt. Was ich gesagt habe, ist eine Variante. Aber wenn Dennis auch gerade gesagt hat, weil er nicht zu Wort kommen konnte oder was weiß ich, dass er vorbeigelaufen ist und Sven ja vielleicht auf ihn geschossen hat, wäre auch eine Möglichkeit. Nein, er hat ja klar gesagt, hat sie nicht. Ach so, hat das steht ja im Chat. Oh, okay. Ja gut, wenn sie Sheriff ist, dann hast du geschossen. Aha, verstehe ich jetzt nicht. Ich warte einfach, bis das Spiel vorbei ist und guck dann. Achso, für mich sah es halt merkwürdig aus. Es gibt hier nochmal. Wie gesagt, sie kam von Lab. Ja. So, jetzt auf ein neues. Steve, ich will dir das mal sagen, wie es das aus meiner Sicht war. Hier stand Jesse. Hier stand Pfanne. Hier ist die Leiche umgekippt. Mini-Jesse stand hier
Ich war hier in der Task. So lief das ab. Ich komme aus der Task raus, sehe noch die Leiche gerade umkippen. Ja, wie gesagt, Black Lady kann ich killen, die war ja noch Baby. Ja, Black Lady nehme ich für den Kill tatsächlich raus. Trotzdem könnte sie immer noch ein Verdächtiger sein, weil sie ja reportet hat und gesagt hat, und könnte ja ihren Mate verteidigen. Ja. Geht so wenig wie möglich. Der Arsenal ist Dennis. Macht für mich einfach keinen Sinn, dass Jessie Camouflage ist. Vielleicht ist sie Killer, aber dann eine andere Rolle. Hörst du mich? Ich höre dich. Hast du mich verstanden, was ich gesagt habe? Killer ist aber eine andere Rolle. Ja. Ich wüsste aber nicht welche, das ist das Problem. Vermutlich. Also es macht für mich keinen Sinn. Sehr, sehr interessant. Leck mich doch am Arsch! Deine Prüf standen nun mal dummerweise gerade nur... Kevin, warum gehst du denn nicht? Weil Jessie für mich keine Camouflage ist. Direkt unten am, da wo du bei dem Pult die Dings eigentlich normalerweise eingibst. Da standen Dennis und Kevin ineinander, auf einmal springt er wird. Wirklich, Dennis erwischt ich dann der Stelle. Kevin ist tot. Nee. Die ist schon bewusst, dass das ein Lover war. Aber der eine ist in den anderen gesprungen? Ja, nee. Es ist Camouflage an. Der eine ist in den anderen schon gesprungen. Bewusst, dass ich den. Kevin redet, Dennis redet das. Boah, erstens, Kevin ist umgefallen. Zweitens, es war ein Lover. Drittens, ich habe instant reported, und zwar Kevin. Sprich, und Akani viertens, wurde Black getötet. Lady und hat Camouflage angemacht und Black Lady hat getötet. Arsch? Nee, ich verarsche nicht. Ich habe das gesehen. Was war das? Akani! Man hat überhaupt nichts verstanden. Es ist unsere letzte Runde jetzt, weil man versteht dich eh nicht, Schatz. Es bringt nichts zu diskutieren, wenn man dich nicht versteht. Nicht letzte Runde, ihr habt noch eine Runde. Ihr habt bis 0 Uhr gesagt. Ihr entgegenkommst und sozusagen jetzt das, was Ali besucht, dass sie die Erinnerung gebracht hat anstelle von du. Ja, genau, das würde jetzt auch viele so gesagt werden. Weißt du, da leckt mich alle am Arsch. Sind wirklich gekillt? Und dann werde ich auch viel satter und dann würde ich auch nicht euch die ganze Zeit nonstop sehen. Und das haben wir auch in den ganzen anderen Runden gesehen. Wenn ich Killer bin, dann kreuze ich fast niemanden. Wenn sie es schlau machen, kriegen sie es noch gerissen, dass es 3-3 steht. Mit den Votes. So, dann gucken wir mal weiter. Dann ist es aber Major, deswegen. Ah, okay. Wieso skippt man denn bei 6 Leuten?
Jesse sich selbst gewordet, also Black Lydian ist dadurch rausgeflogen. Oh Mann. Kommen dadurch zustande, dass die Leute nicht wissen, wen sie wurden, und dann skippen sie lieber. Wurden sollen, so und echt. Dann wurde ich doch lieber falsch! Also lieber falsch voten, als zu skippen und dadurch die komplette Runde zu schmeißen als Crewmate. Mich raten, es waren zwei im Reaktor, die wollten gerade fixen. Wir haben gerade gefixt. Beide abgefixt, du und Steve. Mhm. Ich bin schon weit mit dir gesehen. Bin bloß runtergegangen und unten liegt, wer war es jetzt gerade? Pfanne. Da geht noch, Pfanne, er war Pfanne. Dummerweise Platti und dann führt er dummerweise eine entsprechend farbene Spur weg. Und Black Lady wird definitiv kein Camouflage, weil er war ja jetzt immer noch an. Ja, das ist mir schon klar, dass sie kein Camouflage ist, aber trotzdem hat sie gekillt. Nein, sie hat den Kill nicht gemacht. Deswegen weiß ich nicht, was er immer doof gelabert hat. Ach so, ja. Wenn man keine Ahnung hat. Ich hab den Kill gemacht. Also, naja, ich hab ihn gemacht. Ja, naja. Ja. Es wurde doch gecallt Lover, oder nicht? Naja, trotzdem habe ich Akani gekillt an der Stelle. Ja. Ja. Fein hast du mich gekillt, ganz fein! Svenja war doch wohl Sheriff, wieso wird dann gecallt? Hat sie nicht. Ist okay, wenn sie das nicht gemacht hat. Wenn mich hätte jemand ausreden lassen, dann hätte... Ja, nein, ich habe ja gefragt, aber ich habe keine Antwort bekommen, weil du hast definitiv geschrieben, nein, hat sie nicht. Ja, ich hab, ja ich damit hab, meinte ich er... Schon, ja. Entschuldigung. Und im Endeffekt ist es so gelaufen. Okay. Mach aber nichts. Ich wollte auf dich schießen, Jesse, aber er ist mir dazwischen gelaufen, deswegen habe ich auf ihn geschossen. Und das hat sie nicht, war glaube ich darauf gemeint, dass ich auf dich geschossen hätte. Ja, aber sicher kann das nicht wissen, wer jetzt getroffen wurde von den beiden. Weil bei mir sah es halt so aus. Mir war klar, dass du nicht auf mich geschossen haben konntest. Logisch. Ich weiß nicht, ob im Meeting danach mir jemand zugehört hat, aber ich habe gesagt, dass ihr nicht vergessen dürft, dass ich genau in dem Moment dran vorbeigelaufen bin und sie dann umgefallen ist. Dass es auch möglich ist, dass sie auf mich geschossen hat. Ja, ja, deswegen habe ich die ganze Zeit geskippt. Ich habe die ganze Zeit geskippt, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Weil wenn drei Leute gehen, sind wir eh zu wenig. Ja. Starte. Messer ja? Schon wieder, Mira. Ach, ich bin süß! Bin ich überhaupt dran? Oh ja! Oh, bin ich niedlich! Bin ich niedlich. Ich bin klein und süß. Klein und süß. Und böse. So. 3, 2, 8 kann ich ja gar nicht killen. Ich kann das Licht anmachen, ohne Probleme. Oh. Okay, ihr seid schon mal raus für den Kill. Ja. Hatte Black Lady und Knochen. Ja. Ja, das war eben gesagt, letzte Runde. Alles. Ja, aber es ist letzte Runde für alle, oder nicht? Ja. Ja. Ist die letzte Runde für alle. Jesse, hast du wieder einen Post?
Nö. Piccolo ist doch eigentlich mit dir runtergelaufen, oder nicht? Was runtergelaufen? Na, die Beacon runtergelaufen. Ja, ist richtig. Mhm, er ist tot. Ja, Piccolo steht doch oben mit noch jemandem. Wer steht denn noch da oben? Lava? Also, warte. Vorne. Nee. Vorne steht da oben. Bei Piccolo, doch. Ich habe mein Simon Says gemacht, bin runtergegangen. Ja, ich bin gerade Kevin vor Coms gecrossed. Ja, oben steht keiner gerade. Ja, da war, aber wo ich rausgegangen bin, Pfanne, stand Piccolo noch in dem Reaktor drin. Wollte ich damit sagen. Und wie hast du denn wen hattest du jetzt reportiert? Black Lady wurde reported. Ja. Wo liegt sie? Im Y-Gang unten links. Reaktor quasi auf dem Gang. Beschwören können, okay, dass da eigentlich Piccolo lag. Nicht, ich nehme für den Kill einen raus. Ich nehme Arcani und Knochen raus. Ich kann Implöveren nicht für den Kill rausnehmen. Ja, alles gut. Ich hatte gerade keinen raus. Wie oft, wie viele Runden haben wir heute gespielt? Wie viele Runden war Jesse davon böse schon? Wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ist kein Problem. Steve, vielleicht willst du gerade auch einfach nur auf Jesse schießen, weil du vielleicht. Ja, richtig, genau. Ja, dann schieß doch auf den Sheriff auf mich. Oder wenn ihr jetzt schon so callt, dann bin ich halt Jester und dann Sidekick oder mache mich halt der Jester. Jetzt ein nice Gasser. Los, go! Hat es eine neutrale Rolle gestorben, richtig? Ja, das war eine blaue Farbe. Also, ihr wisst nicht, ob Vulture, Jester oder. Arsonist. Oder sogar Jackal. Nee, Jackal sind raus. Achso, ja, stimmt, sind ja aus. Es sind ja nur 100% Lover, ne? Feuer ist auch aus. Jester, Arsonist und. Vulture. Hier, Vulture. Wir haben 100% Lover. Ist, naja, nein. Wurde jetzt nicht so gesagt, dass 100%, nein, als 100% ist auf Lover. Im Spiel haben wir 100% Lover. Ja, das ist richtig. Also es wären das noch... die Kills 100% Lover sind, auf jeden Fall nicht. Nee, nee, aber es wäre die Möglichkeit. Aber ich kann, wie gesagt, Jesse kann ich nicht rausnehmen für den Kill. Du musst mich ja nicht rausnehmen. Nehme ich auch nicht, ist okay. Oh, ich will nicht älter werden. Ich bin klein und süß. Oh. Okay, jetzt bin ich nicht mehr klein und süß. Ich will jetzt nach Hause. Ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr mit euch spielen. Ihr seid gemein. Hallo, ich hab dich in Schutz genommen, ja? Ich bin mein Teenie, ja, darfst du nicht vergessen. Ihr seid gemein! Hey, alle, gib mir mal 5 Euro! So, ich hab jetzt meine Teenie-Jahre. Oh, wo ist. Ah! Jetzt ist ja, die. Sag dein Ernst, Einhorn. Ich bin meine Taster machen! Erstens bin ich neben dir gestanden. Okay. Und Jesse hat sich selbst erschossen. Sie hat ja gerade mal gesagt, ich will gerade mal was testen in dem Moment, halt so um. Also war sie Sheriff. Ist jetzt die Frage, ob sie versucht hat, ob sie auf Pfanne gegangen ist oder auf mich. Wir standen ungefähr beide gleich weit weg von ihr. Also bei mir wäre, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt mitbekommen hat, aber meine Rolle ist so weg. Echt verschwunden? Okay. Ich bin jetzt noch. Warte. Ich glaube auch eher, dass sie auf Panne geschossen hat, weil er ja noch sass war aus der letzten Runde. Aber ist das. Wem hörst du gerade nicht? Sie hat mich ja sass gesprochen, stimmt ja. Sie hat dich sass gesprochen, indem sie gesagt hat, sie hat Piccolo bei dir gelassen. Und ich glaube, deswegen hat sie auf dich geschossen. Sie hat, wie gesagt, sie hat gesagt, sie hat probiert was aus und dann ist sie umgefallen zwischen uns. Bist auf jeden Fall bist du mal nicht gesprungen, also, aber Jesse ist halt auch entweder nicht gesprungen. Lagen beide Leichen an derselben Stelle.
Oder Knochen hat er nicht Black Lady reportet? Nee, das war Black Lady. Das war schwarz, definitiv. Das war Black Lady. Ich bin mir zu 100% sicher, dass genau an der Stelle Knochen beschrieben hat, Piccolo lang. Weil ich habe Piccolo, nein, also was Grünes. Blond Gang, der linke Gang Richtung Reaktor. Vielleicht der Hälfte von diesem Flüssigkeit. An dieser Kabeltask, die da kommt. Nee, noch auf der Hälfte auf dem Gang da. Auf diesem kleinen Y-Stück. Okay. Dann lagen sie beide da. Dann ich gehe. Es könnte die tatsächlich Lava sein. Dann kann es haben sehr wahrscheinlich Lava sein. Haben ein Double Kill gemacht oder sie waren tatsächlich zufällig Lava? Ja. Bin noch irgendwas geschrippen? Nö. Vergessen Arcane zu voten. Dafür kriegst du meinen Wut. Wie hoch ist der Deputy eingestellt, wenn überhaupt dran ist? 50. Ach, Einhorn. Gerade auf mich geschossen. sorry. Wir jetzt noch oder lassen wir das so stehen? Ich bin gerade am Überlegen. Ja, es sind viele am Überlegen, deswegen ist es auch ruhig. Und dann hätte jetzt vielleicht jeder geskippt oder gevotet. Beweisen kann es halt niemand, sagen, dass Dennis nicht umgebracht hat oder ob es wirklich ein Sheriff wurde. Gerade auch, es wurde gerade auch gecallt von Jesse, dass sie darauf ist. Ja, und wenn Einhorn Deputy war, wird es jetzt ein Sheriff. Also die Möglichkeit besteht theoretisch. Die Möglichkeit besteht, dass Dennis selbst gemacht hat oder geschossen wurde, ja. Können wir Vampir Warlock oder sowas ausschließen? Wo liegt denn Killer Einhorn, Dennis? Liegt quasi im Lockerroom kurz bevor du Tikon reingehst. Weil Einhorn war nämlich gerade oben bei mir und wenn es ein Vampir-Kill sein könnte, wäre auf jeden Fall Steve hier ein heißer Kandidat dafür. Ich aber auch! Kevin, hast du. Kevin, warte mal kurz. Hast du gerade mitbekommen, was er gesagt hat? Sie steht ja in der Dekon. Oben im Lab schon fast drin. Nicht in der Dekon. Wo steht denn? Wo jetzt nochmal? Ich hab irgendwas nicht weggehört, oder? Locker Room hat er gerade gesagt. Also Locker Room. Noch wo? Dekon. Umkleide. Locker Room. Okay. Ach so, ja, stimmt. Stimmt, das definitiv. Mit den 5 Sekunden. Nee, stimmt, herkommen. Ja. Nee, es ist in der Hinsicht, kommt so hin, genau, stimmt. Alles gut. Ich war ja im Greenhouse. Killer habe ich da nicht gesehen, hab da meine Task gemacht und. Dann beschuldigt Kevin mich, dass ich ein Vampir wäre oder sowas. Du dann gehst einfach Vampir. Bist an Einhorn vorbeigelaufen. Ja, du auch. Akani auch. Dennis auch. Ja, lass auch mich doch mal ausreden. Ja. Edmund Electrical und in 5 Sekunden ist sie da locker runter zur Dekon gelaufen. Ich sag gesagt, mal so, Kevin, definitiv jetzt sind das keine 5 Sekunden. Darf ich jetzt kurz reden? Kevin, du auch. Ich auch, ja, das ist richtig. Dennis auch. Akani auch. Und warum entschuldigst genau du nur mich? Dann musst du mir mal erklären, wie ich zu Admin komme. Weil ich war nicht einmal bei Admin. Du hättest einen Selbstreport jetzt machen können? Ich würde gerade wissen, warum möchte ich auch. Wenn es ein Vampir gewesen wäre, hätte Kevin und Akane. Hätte auch der Bait sein können jetzt. Rein theoretisch.
ich mit dem Dings gar nicht hin. Angst oben gerade alleine. Für Gefühl, Dennis und wenn ich das als Alibi benutze, hätte auch den Bait töten können. Knochen ist auf jeden Fall safe, das weiß ich. Wenn ja safe. Ist Benny mit? Svenja ist runter. Gut. Und was definitiv denn ist? What? Das muss in der Tür zu 2 standen. No, wer gewinnt jetzt, Lava oder Imposter? Da so ein What zu rufen, das macht ja, irgendwie Sinn. Ist derjenige, der neben mir gekillt hat? Boah, ich hab das dumpfe Gefühl, ich bin eh schon lange. Ich hab sowieso das dumpfe Gefühl, so wie dich Kevin vorher geschützt hat bei dem Sass. Ich glaub eher, wir haben noch 2 Kill und einen Chester drinnen. Ja, was für geschützt? Er hat nur gefragt, ob wir das jetzt glauben. Nein. Jeder für sich doch selber entscheiden. Dann hat sich halt irgendwie erschossen. Wer kann dich das so sagen? Für mich sowieso, wir können es ganz kurz halten. Ich bin schon verloren, denke ich. Weil ich denke eher, es sind sowieso 3 Leute drin, die. Gute Nacht, Einhorn. Ich dachte, hätte das schon klappen können, dass das so. Einfach ein Dings ist. Der geht's, wenn so, ihr einfach die Liebe Knochen, ist. Knochen. Das war doch klar. Leute, die überhaupt nicht nachgedacht haben. Ja. Nein, sie hat für die Liebe gespielt. Nur mal so am Rande gekommen, sie hat für die Liebe gespielt. Alles gut. Sei euch gegönnt. In dem Fall entscheide ich natürlich so. Gute Nacht und gute Besserung, ja. Jesse. Gute Nacht. Ich hoffe, das habt ihr noch gehört. Gute Nacht an den Rest und an Jesse und Kevin auf jeden Fall. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ich sag auch schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht an alle, die wir nicht mehr hören und riechen. Sie willst du eigentlich mitspielen, oder? Nicht mehr so Lust. Jo. Jo, gerne. Kein Problem. Bin ja. Ich rate euch rüber zur Implaverin. Ich wünsche euch da viel Spaß. Da gibt es ein bisschen BPD. Wir sehen uns morgen zu Euro Truck Simulator. Da gibt es das mal wieder. Da habe ich mal richtig Bock drauf. Zusammen mit dem guten Splatter. Wann genau kann ich noch nicht sagen. Ich habe mir vorgenommen, so um 12 rum. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine angenehme Nachtruhe. Unterstützt die Raben ein bisschen. Bis dahin, macht's gut und ciao.
die Wölfe.